So, mal sehen, ob es wieder angegriffen wird. Also das kann ja mir endlich mal einen Angriff starten, was eigentlich geplant war. Also geht da die Waffe im Auto irgendwie, war gerade was scheiße. Hier vorne sieht man immer ganz viele Walls unter der Brücke. Unser Viertel wird angegriffen, war ja klar. Diesmal aber von den Balls, also vorhin auch gerade von den Balls, aber das allererste Mal wurde es ja von den Vloggers angegriffen. Wir benutzen einfach mal ihre Straßensperre gegen sie. Und diesmal habe ich das Problem, dass ich alleine bin. Fuck. Oh, ich okay. Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil die irgendwie ganz schön scheiße gut sind. Ach genau, jetzt schießt du nur auf mich. Sieh mal, ob ich noch irgendwo ein Herz krieg hier, so ein Heilungsding. Sonst können wir was fressen gehen, nicht so schlimm. Ein Drogendealer in unserem Gebiet. War mal einer? Ach, verdammt, ey, ich krieg den Macker. Ich kotze. Sehr gut, so. Wir gehen schnell was essen und dann erobern wir ein neues Gebiet. Okay, den direkt mal der Karre weggenommen. Und dann gehen wir zum alten Pizzaladen. Und holen uns ja erstmal irgendwas zu fressen. Chewy Crust or Sweaty Crust, your choice, sir. Keinen Salat. Komm schon, was zu essen. Ja! Enjoy, sir. Und da wir so viel Leben haben, brauchen wir auch übelst viel zu essen. Wenn man zu viel isst, kotzt man aber. Ist auch nicht gut. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Fett. Sehen dann gleich ein bisschen fetter aus. Und müssen uns keine Sorgen machen, wenn das Fett wieder runterfällt und dann. Ja, ihr kennt es ja. Irgendwie kackt meine Stimme gerade ab. Naja, nicht so schlimm. Vielleicht hört das ja gar nicht. Das Mikrofon filtert das oft ganz gut raus. Hier sind natürlich wieder keine. Ich dachte jetzt, hier sind die übelsten Balls, aber hier sind natürlich wieder keine. Wir fahren mal vor meinem Block. Vielleicht spawnen ja welche. Und hier waren, glaube ich, irgendwo hier vorne welche. Gewesen. Da noch ich. So, ihr Pisser, hoffentlich jetzt raste nicht aus und fahr schön. Sobald man einen Bandenkrieg provoziert hat, hauen die Bullen ab. Das finde ich gut. Ich hoffe zumindest, dass er es macht. Und ich hätte mir vielleicht Versteigerung holen sollen. Okay, er macht's nicht. Drecksbulle. Soll ich unsere Bandenkriegsangelegenheiten raushalten? Trottel. Okay. Wo ist dieser eine Typ bitteschön noch? Hier zwischendrin oder was?
Fortschritte bei den Nies. Wir verlieren Sympathie bei den Nies. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast die erste Welle überstanden. Ach, da ist er doch. Hey, you want this to get uglier? I got your back, I'm dumping on this fool. Okay, Respekt erhöht, ich kann jetzt eine Vier-Mann-Gang führen. Und wir haben das erste Mal eine AK. Und die nehmen wir auch direkt. Weil da richtig Druck drauf ist. Zweite Welle überstanden, ich bräuchte mal. Lieben. Scheiße, was ist das denn? Jetzt spawnen da hoffentlich keine Kunden. Ja, geht. Krieg ich hin. Okay, AK raus. Die schießt auch relativ weit. Zum Glück ist das Auto hinten vorbeigefahren. Dieses Viertel gehört dir. Yeah. Und ihr merkt schon, hier mitten in der Stadt, gerade in der Grove Street Nähe, ist es unwahrscheinlich schwer, so ein. Das heißt unwahrscheinlich. Alter, zieh dich. Du Nuss. Es ist wesentlich schwerer. Sagen wir es mal so, es ist wesentlich schwerer, ein Gebiet zu erobern. Als. Ja, jetzt hört auf, mich hier zu belatschen. Als irgendwo drüben am Strand oder so, wo das alles gar kein Problem ist. Und das nächste Mal gehe ich da aber mit Gang rein, glaube ich, weil das war mir jetzt ein bisschen zu heiß fast. Und hier ist ja schon einer. Okay. Das sollte das einfacher machen, vor allen Dingen, weil die mit Schießen und vor allen Dingen mehr beschossen werden. Das teilt sich ja die ganze Gegnerkonzentration auf 5 Leute und dann geht das schon. Natürlich sind jetzt die Balls hier weg, war ja klar. Und wir müssen wieder welche suchen. Ich würde nämlich gerne hier das Gebiet... Alter! Ich würde nämlich gerne hier das Gebiet noch erobern. Das ja zwischendrin ist, weil sonst haben wir ein unzusammenhängendes Gebiet. Das ist ja voll scheiße. Jetzt spawnen hier aber keine Balls. Das ist natürlich auch leicht scheiße. Okay, hier vorne ist einer. Alles klar. Zerren wir dann mal unverbindlich aus der Karre. Ein Zug? Yay. Dreht er jetzt um? What y'all waiting for? Okay, das ist das Viertel. What's up? Hast du was trinken? What you want, dog? Hab ich extra bereitgestellt, weil ich gerannt habe, meine Stimme kackt ab. Und dann schießen wir hier, was das Zeug hält. Die Wellen werden wie bei Plants vs. Zombies immer stärker. Was bedeutet, die dritte Welle ist halt die schwerste. Huh?
Und ja. Wir machen das jetzt einfach mal hier so. Was soll ich da groß zu sagen? Meine Kunden laufen immer schön ins Schussfeld. Jawohl, den eigenen erschossen. Es ist ein Traum. Fuck, ey, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wie war das mit dem Supersprint? Meine Leute sind alle tot, wie kacke ist das denn? Die sollen mal alle schön auf dem Gehweg gelatscht kommen. Dass man die so schön sieht. Okay, zweite Welle überstanden. Jetzt bin ich allein, das ist natürlich doof. Und ich habe keine Leben, das ist noch beschissener. Okay, hier ist noch. Beschissener. Vor allen Dingen. Ich bin ein bisschen hektisch. Fuck. Von hinten. War ja wieder klar. Und ich hock mich einfach mal hier hin. Oh, da drüben ist eine Schutzweste. Falls wir brauchen. Und wir gehen einfach mal so ein Stück an den Rand des Gebiets. In der Hoffnung, die kommen jetzt alle von hier. Und das tun sie sogar. Die laufen sogar noch einen kleinen Umweg. Einen ganz schönen Umweg. Guck mal unten auf der Karte, wie weit die wegrennen. Da kann ich mich ja hier vorne an die Ecke stellen. Und dann gehört uns an das Viertel, weil jetzt, so verstreut wie sie sind, haben sie eigentlich keine Chance. Wo macht denn ihr hin? Seid ihr doof? Rennt kollektiv vor mir weg. Und schon gehört uns das Viertel. Und hier kommt irgendwie ein Helikopter eingeflogen. Ich hoffe nicht von den Bullen, doch von den Bullen. Ja, aber auf einem Stern machen die da was? Na gut, hier gab es halt gerade einen Bankenkrieg. Können die ein bisschen abfacken, aber ansonsten. Hat der verfolgt hier oder was? Nee. Wir rennen einfach jeder weg vom Helikopter, von den Bullen. Und es ist 3 Uhr nachts, Zeit schlafen zu gehen. Und morgen gucken wir mal, was Officer Tenpenny für uns hat. Was ist das denn für eine Karre? Sieht ein bisschen aus wie ein Greenwood. Ist oder ein Tahoma. Direkt rausgespawnt aus der Karre. Und wir können hier immer ein bisschen Geld aufnehmen. Das gefällt mir auch ganz gut. Unser Geschäft sollte auch wieder 2000 Dollar haben oder so. Geht auch immer relativ schnell. Achso, immer der obere, ne? Ja. Und es ist 10 Uhr morgens ungefähr die Zeit, wo ich ja im Real Life aufstehe. Wenn ich mal zeitig aufstehe. Natürlich an Nicht-Werktagen. Selbstverständlich. Ich find's schade, dass wir den nicht so oft sehen, weil da eigentlich eine schöne Karre ist, ja. Gefällt mir. Und Fortschritte bei den Nies. Den Nies kann ich schon mal am Arsch lecken. Sollte man eigentlich mal öfter sehen, so eine Karre. Weil die ja auch relativ schnell kaputt gehen. Wie ich gerade feststellen muss. Vor allem, wenn sie auf dem Dach liegen, anfangen zu brennen. Ah, ich gehe kaputt. Ja, schieß doch mal auf mich. Das ist halt definitiv. Da sind sie doch. Auch noch ein Schwarz, ey. Den hole ich mir direkt mal. Einfach so. Weil er neu ist. Das sieht schon gut aus. Handling ist natürlich noch das vom alten ZR350 oder wie der Ding hieß.
Aber da hat sich halt schlecht geformt, von daher ist mir das egal. Ein paar Leute überfahren. Ja, genau.